Hier lang, hier lang, hier lang, hier lang. Ja, jetzt können wir tatsächlich unten lang. Hat sich das gelohnt? Wegen den zwei Super Ether? Ja, natürlich. Aber ich denke mal, hier gibt es auch noch andere Stellen, die ich einfrieren kann. Deswegen ist das schon ganz gut, dass wir sie jetzt mit haben. Und außerdem wird es zu Shiva. Sowieso beste Aufruf. Okay, warum haut sie jetzt ab? Ich bin verwirrt. Warum rennt sie einfach weg? Okay, hier können wir nicht lang. Alles klar. Ich betone wahrscheinlich auf noch nicht. Weil wir sicherlich irgendwas da hinten bekommen, womit wir das Feuer löschen können. Oder so. Oh mein Gott, hier ist alles so verzwickt. Wir müssen da oben hin. Oh, und da oben ist auch nochmal was. Oh, cool. Wir gucken uns natürlich erstmal voll krass hier alles mal durch. Sprechen wir nun über Zerstören. Jawohl. Zerstören ist eine Fähigkeit, mit der du zum Beispiel Steine aus dem Weg wegspringen kannst. Zerstören kannst du alles. Alles, was du auf der Weise zerstören kannst, wirst durch dieses Hammer-Symbol angezeigt. Boom, kaboom, boom, kaboom, boom, boom, boom. Jawohl. Haha, ich glaube nicht, dass du dafür groß oder schwer genug bist, Hammer. Die Fähigkeit findet man meist nur bei Miragen aus der Schwergewichtsklasse. Zum Glück habe ich diesen Metrilgolem, der macht alles kaboom. Und bitteschön. Genau, mit der Keule einfach mal auf die rüberhauen. Beste Leben läuft. Oh, und Hammer hat er was? Was hast du denn da? Bombenfragment. Eigentlich wäre es total schlau, wenn ich mir wieder ein paar Drachenschuppen mitgenommen hätte, weil hier kommt bestimmt irgendein Feuerboss. Und ich lerne mit Papa Bär, nein, nicht Papa Bär, Papa Wolf, lerne ich Dings da hier, Schneesturm oder sowas. Der kann sowas lernen. Weil ich habe im Prinzip kaum, außer hier diese Eisra, wobei Eisra auch ziemlich geil ist. Eisra ist ziemlich geil, also das wird mir sicherlich wieder beim Boss richtig helfen. Das sind neue Mobs, sehe ich gerade. Wie heißen die denn? Bleizwerk. Hallo Bleizwerk. Was ein Schwinger. Hatte einfach mal so einen Schwinger bekommen. Sehr gut. Floris Victory. Ja, Levels up. Levels up, Levels up. So, erstmal kurz Kupscha, ob mein Wolfi, der hat zwei Punkte. Schneesturm, jawohl, jawohl, wir können Schneesturm. Oh mein Gott. Was ist das denn? Slate-Zahn. Fügt allen Gegner physischen Schaden zu. Stürzkraftmittel. Okay, damit können wir die Leute runterschmeißen aus dem Stapel. Hast! Oh mein Gott, hier können wir Hast lernen. Wie geil ist das denn? Oh mein Gott, Hast ist voll geil. Hast ist. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Sehe ich hier gerade diesen Riesendrache. Nein. Was ist das? Das ist Kerberus. Er wird zu Kerberus. Oh mein Gott. Wie geil. Wie geil ist das? Und hier wird er wieder zurück zu Fenrir. Oh krass. Das ist geil. Aber ich habe das noch nicht ganz verstanden, wie man das benutzt in diesem XL. Ja, zwei Supertränke. Ich denke mal, sobald ich mein erstes XL-Monster habe, was ich auch einsetzen kann, dann werde ich das verstehen, wie man das im Kampf dann benutzt.
wie ich es benutze. Du wirst benutzt. Nein, ich möchte nicht benutzt werden. Doch, du wirst benutzt. Na gut. Erstmal hier lang. Oh, da müssen wir wieder einfrieren. Zum Glück haben wir unser Schneeflöckchen mit dabei. Wow, 5 Stück. Jetzt will ich doch mal hier den Eissturm testen. Gleich. So, auf Bomber. So, Eissturm. Adios. Ich hätte jetzt gedacht, wir ziehen mehr ab, aber die sind anscheinend gegen Eisresistenz. Das heißt, Feuer macht die richtig tot. Feuer macht die tot. Erstmal hier eine dicke Schwinge. Yes, so gehört sich das. Genau so gehört sich das. Ich glaube, ich werde nochmal die Namen umbenennen. Irgendwie gefällt mir das nicht mit Minion groß. Das habe ich gerade so festgestellt. Deswegen machen wir das jetzt nochmal schnell. Bei Mini nennen wir das nämlich anders. Und zwar nennen wir das Xiaomini. Und danach kommt erstmal Rain. Rain. So. Und genau das gleiche bei Lan. Erst kommt Mini. Und dann kommt Minilan. Minilan. Das ist irgendwie für mich einfach besser. Okay, und jetzt das gleiche noch mit Kroch. Umbenennen. So, und Rain. Groß Rain und Groß Lan. Ich weiß nicht warum, aber ich fühle mich so besser, wenn es genau so ist, wie ich das gerade mache. Und Lan. So, Groß Lan, Klein Lan, Mittel Lan, alles Lan. Ey Lan, was geht ab? Warum heißt der Lan? Ich weiß nicht, wer den so benannt hat, aber das ist sein Name. Muss er mit klarkommen, ne Lan? Ja, ich bin super gespannt, was das für ein Viech hier ist. Stufe 30, never. Niemals, er tötet uns. Nein, da gehen wir noch nicht hin. Übrigens, wir können wieder mal irgendwann mal zurückgehen und die anderen Monster besiegen, zum Beispiel den Wald. Ne, den haben wir besiegt. Aber den Behemoth, den aus ganz Anfang. Den können wir, glaube ich, mittlerweile killen, ne? Der war ja was mit Stufe 20 oder so. Den können wir richtig killen. Ja, wir trainieren auch mal ein bisschen hier Schoko-Kit, mein Schoko, weil wir jetzt in Großform sind, in ganz, ganz Großform, passt schon. No trouble at all. Aber beim Boss werde ich dann wahrscheinlich wieder zurückskippen auf Eisfähigkeiten. Ich laufe falsch. Warum laufe ich falsch? Das ist alles so verwirrend. Mann, ich möchte wissen, wer das oben ist mit den Level 30. Ach, verdammt, verdammt. Was gibt es hier? Hier können wir auch mal kurz checken. Ach, da waren wir schon. Da haben wir doch... Irgendwas haben wir doch da geholt. Ja, da ist ein Behemoth. Da ist eine Behemoth. Erstmal dich töten. Okay, und jetzt, was machen wir jetzt? Vita. Wildes Horn. Nein, nicht so viel. Wie kannst du nur? Du willst mich doch töten. Das lasse ich nicht zu. Das lasse ich nicht zu. Damn, badam. Und er kriegt, auch mal Aqua. Das müsste auch so viel jetzt abziehen.
Ja, okay. Nicht so viel, aber doch einiges. Übrigens, diesen Schock bekommt er, weil ich diesen Donnerdrachen habe, der hat so eine Fähigkeit. Das ist wie so eine Art Konter. Genau, wir heilen und wir machen Aqua. Läuft. Perfekt, oder? Voll der Healer, klasse, und Damage-Dealer. Yes, got it. Hihi. Ja, Shoku ist Level Up. Ja, der muss auf jeden Fall mal stärker werden. Der muss stärker werden. Hier haben wir doch irgendwas bekommen. Unten war eine Schatztruhe. Jetzt erinnere ich mich wieder, die wir geöffnet haben. Haben die geöffnet? Sieht das nach geöffnet aus? Ich gucke jetzt nochmal. Ich glaube, ich war hier schon mal. Vorhin, vor ein paar Minuten. Ja, wir haben sie geöffnet, okay. Trotzdem, ich muss alles erforschen. Ja, ich muss. Einfach, weil ich es kann. So, was haben wir denn hier? Oh, nochmal sowas. Let's make this good. Überwältigen. Wow. Zieht aber nicht viel ab hier. Das ist schon besser. Feuer! Vita, 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 Vita auf großer Rain. Und nochmal heilen. So, und jetzt können wir den so zu spammen. Zu spammen mit Attacken. Okay, jetzt muss ich mal heilen. Heilen, heilen. Irgendwie habe ich das Gefühl, der hält aber verdammt viel aus. So, wir machen jetzt mal Courage. Das macht ihm mehr Stärke. Jetzt hat sie mehr Stärke. Aqua zieht nach wie vor 500 noch was ab. Okay, das ist natürlich besser als nichts. Auf dich, Eiling. Was sieht denn Aqua? Ach so, nach wie vor so viel ab. Hihi. Und Wind. Vitra. Seit wann kann ich den Vitra, bitteschön? Seit wann kann ich Vitra? Oh, 600. Geil. Ach, natürlich. Shokukid hat Vita und die hat Vita. Also können wir Vitra machen. Wie gesagt, wenn du zwei gleiche Fähigkeiten hast, wird die nächste Stufe so gesehen freigeschaltet. Hier, also besiegt. Ja, dieser Stapel sieht auf jeden Fall schon mehr aus, das ist. Aber gibt auch gute Erfahrung. So, erstmal richtig geil durchheilen. Wir haben genug Heiltränke. Ja, dafür haben wir sie auch gekauft. Um sie verschwinden zu dürfen. Und hier haben wir Bombenfragmente. Ui, Bombenfragmente. Thank you.
Für einen Kraftschub? Aha. Eindeutig besiegt. Juhu. Okay, die looten auch Bombenfragmente. Fragmente, so rum. Er ist eine einzelne Fackel. Was heißt das? Was heißt diese Fackel? Okay, und warum... Hä? Das verstehe ich gerade nur. Wir können hier durchschlagen und wir finden absolut gar nichts. Ach, das ist wahrscheinlich so gewollt, so labyrinthmäßig. Du kannst zwar das benutzen, aber du findest dahinter nichts. Nach dem Motto. Boah, das wäre irgendwie so cool, wenn ich so eine Attacke hätte, womit ich mit jedem Schlag irgendwie wieder so LP zurückbekommen würde, also Kraftpunkte oder Lebenspunkte. Das wäre toll. Nein, wie die wackelt. Nein! Wie süß. Die ziehen hier kaum was ab. Das ist so süß, wenn sie so als kleine Einzelpups-Viecher angreifen. Machen so kaum Schaden und so, voll lustig. Doch, hier ist ein Schatz. Eine Phönixdaun. Aber hinten war gar nichts. Warum war hinten nichts? Nicht mal in der Mitte war ein Schatz. Sollen wir uns heilen? Ich glaube, es ist besser, wir heilen uns mal. Einmal du und einmal bitte du. Da ist irgendwas im Busch auf jeden Fall. Nein! Ach, das ist ein Bomber. Okay. So, schnell diesen Bomber kaputt machen. Oh, da sind ganz viele. Schild? Nix Schild, der kriegt jetzt hier so einen dicken Schwinger. Verdammt, kein Schwinger möglich. Na, was können wir denn machen? Ich kitzel die einfach mal. Oh, 30, wie süß. Ich ging jetzt einfach hier so ein Akron und sind sie tot. Überwältigen, Windgeflüster. Wir machen mal Windgeflüster, wie sieht das aus? 309. Und ich kriege 309 HP wieder. Das ist gut. Das ist sogar sehr gut. So, Fähigkeit. Windgeflüster und auf dich. Obwohl ich schon voll bin. Nein! Du dreckiges Schiff, wie konntest du? Wie konntest du so eine böse Explosionsattacke an mich anrichten? Oder auf mich? Jawohl, wir haben gesiegt. Wir haben sie gerettet. Wuhu! 9000. Nice. Ja, das ist echt cool. 9000 sind 9000, hallo?
Wie cool, er hat sie beschützt. Das ist ja toll. Ago, the Federation decided to invade my home. The house I was in caught fire. I was all alone, and I... Then why'd you come to a place like this? You needed someone to help you, didn't you? I wanted to conquer my fears. But I couldn't do it. The mere sight of so much fire, it was... I'd say you did pretty great. Yeah, I mean, that fire mirage? You doused it in one fell swoop. Right? You've got nothing to be scared of. Fire got you down? All you gotta do then is just blow it out, baby. Blow it out, baby? That's your sage advice? She's not struggling with the fear of birthday cakes. She's not? No, dude. Then... Oh. How about this? Maybe she needs a party to cheer her up. What about... Anything that you're doing right now could possibly cheer her up. Oh wait, are you trying to make fire look cool? It's the cooler than you. You're so weird. Huh? I am not. Yeah, you're way past weird. Completely beyond a redemption. Hey. So, shall we? But Rydia? Go home. You've got nothing to prove. We'll let you know if we find anything. Really? How will you get past that wall of fire? Oh, look. I'll return to Nibelheim after I put the fire out for you. Sound reasonable? Yeah, reasonlicious. You're sure? Yes. Come on. Ja, die kann gegen die Feuerwand was machen, alles klar. Sie benutzt ihren Eisdrachen. Und wahrscheinlich kommen wir so durch, oder? Wir gucken einfach mal, ob uns das gelingt. Ja, bestimmt. Bestimmt, bestimmt. Ja, das ist gut. Mit zwei Schlägen sind die tot. Das heißt, so kann keiner explodieren. Ich glaube, die explodieren nur dann, wenn die auch Schaden bekommen. Aber wenn ich immer die gleichen angreife, dann ist das kein Problem. Okay, keine Ahnung, warum der jetzt Selbstzerstörung gemacht hat. Ja, 7500 XP, das ist göttlich. Das ist sehr gut. Aber wie ich schon sagte, später gibt es wahrscheinlich noch viel, viel mehr. Noch viel mehr. Laufen wir richtig? Wir laufen richtig, ja. Da diese Zapfen, meine ich, die so oben hängen, das sind aber keine Zapfen, das sind Lava-Zapfen. Das ist, habe ich noch nie so gesehen. Aber wir müssen doch unten lang, verdammt. Das ist so verwirrend. Dude, it's on. Let's make this good. Ja, jetzt müssen wir wieder ein bisschen kämpfen. Come on. Ein wildes Horn. Du kriegst jetzt mein Aqua. Fähigkeit, wir können, kostet 4, nee, können wir nicht. Also normal draufhauen und der macht nach wie vor Aqua. Wir haben dich gleich. Gib auf. Sehr gut.
Wir haben wieder fast 6666 Knete, genannt auch Gil. Lan, was machst du da oben? Drin falsch. Ja, mal gucken, was jetzt passiert. Wir müssen uns erstmal heilen. Ich glaube, jetzt kommt gleich eine Bosch. Allerdings habe ich keine Ahnung, ob das so sein soll. Ist und auch passieren wird. Vielleicht ist es besser, wir tauschen unser Team mal aus. Jo, wir machen uns klein. Hey, you okay? Rydia? Misty! Dankeschön. Oh yeah! I'm fine. I just got a little worked up, and I couldn't keep my balance. Whew. All right then. I should return to town. I hate to leave. Nah, you've done plenty for us. See you the next Tama! Hey, wait! When's the next Tama, Tama? Oh! Maybe it's the sometime tomorrow! Das glaubt ihr doch selbst nicht. Okay, I think their brains are fried. Die Hitze. Ah, wie toll. Ich mag diese Unterhaltungen. Danke, Rydia. Ciao, ciao. Okay, let's press on, Lan. Right, let's go. Wir gehen erstmal hier lang. Best of the luck on your adventure. You're coming too, Tama. Nice try. Ja, da unten ist ein Schatz. Let's make kill them. Läuft doch. Ja, das geht ganz gut, ne? That was a good fight. That wasn't so bad. So, wieder ein paar Level up. Das ist gut. Das gefällt mir. Und genau so kann es auch weitergehen. Eine Phönixfeder. Ja, nicht schlecht. Oh, wieder ein paar Bomber. Solange ich zwei Stück, also mit zwei Hieben einen tot mache, kann er keine Explosion machen. Weil der macht immer bei der zweiten Attacke Explosion. Falls er schon irgendwie HP hier verloren hat, genau. Genau das meine ich. Ja, wieder ein paar Level up. Das ist toll, das gefällt mir. So kann es weitergehen. Ich glaube, wir müssen uns mal kurz healen. Boah, wir haben schon fast 2000 HP. Cool, cool, cool. Ja, wir kommen echt voran, das ist gut. So gesehen, solange ich die Boss mit ersten, zweiten Versuch schaffe, muss ich mich auch gar nicht hochleveln. Dann läuft das ja alles ganz gut. So, was haben wir hier? Oh, was ist denn das denn? Was sind das denn für kleine Schnecken? Was ist das? Glut-Taimai. Dadurch kriege ich Adamantheimer, oder was? Oh mein Gott, wie geil. Mal gucken, ob ich den hier schon fangen kann. Die sind aber ziemlich selten. Das ist das erste Mal, dass ich das Teil hier sehe. Ja, Dunkelkralle kennen wir ja schon.
Oh. So viel wollte ich gar nicht abziehen. Nein, tut mir leid. Oh. Wahrscheinlich Adamant Heimann ist auch so XL, ne? Den man auch so nur einmal holen kann, weil die ja gigantisch sind. Von der Körpergröße her. Was haben wir hier? Okay, da ist ein Save Point und dahinter kommt ein Monster. Ein Monster! Oder? Oh mein Gott! Speichern, ja. Wir wollen speichern. Wow, fast 1,5 Stunden nicht gespeichert.